Meine Frage geht an den Bundesverband der Arzneimittelhersteller Dr. Hubertus Kranz. Die Frage ist zur Importförderklausel. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die Förderung von Re- und Parallelimporten stünde den Bestrebungen in Deutschland und Europa für mehr Sicherheit und Solidarität in der Versorgung entschieden entgegen. Der jüngste Bericht des GKV-Spitzenverbandes bzw. der bezüglich bewertete Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit an den Deutschen Bundestag können nicht vom Gegenteil überzeugen. Können Sie bitte kurz darlegen, warum das so ist? Herr Dr. Kranz, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist in der Tat die Importförderklausel ein überholtes Instrument, weil die Praxis gezeigt hat, dass der administrative Aufwand sowohl auf Apothekenseite wie auch auf Kassenseite wie generell im Abrechnungssystem zum einen intransparent ist und so kostenaufwendig, dass die Ersparnisse letztendlich nicht wirklich tragen. Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems ist nicht belegt. Von unserer Seite aus ist auch in heutiger Zeit in Anbetracht erschwerter Lieferketten und generell des Wettbewerbs, den wir eigentlich haben sollten in dem Bereich, durch Erstattungsbeträge und Festbeträge keine Rolle mehr für eine Importförderklausel. Deswegen empfehlen wir die Abschaffung dieser Importförderklausel. Ja, meine nächste Frage geht an den Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. Die AfD hatte bereits in der letzten Legislaturperiode kostendeckende Beiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln gefordert. Sie fordern nun das auch und weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass auch die Länder und Kommunen hier in der Verantwortung seien. Deshalb meine Frage, haben Sie irgendwelche Vorstellungen zur praktischen Umsetzung? Sollte dies zum Beispiel durch Zahlungen der Länder und Kommunen in den Gesundheitsfonds realisiert werden? Danke für den Spielfall, Herr Dr. Heinrich, bitte. Ja, Dirk Heinrich, Spitzenmann Facharzt Deutschlands. Das ist letztlich eine Nebenbemerkung gewesen. Wir wollten darauf hinweisen, dass die GKV vor allem unter einer Einnahmeschwäche leidet. Und die Koalition hat selbst in ihrem Koalitionsvertrag ja darüber festgelegt, dass die Zahlungen für die ALG II-Empfänger, und das sind ja letzten Endes 12 Milliarden in etwa, die Entdeckungslücke zwischen dem, was diese Gruppe von Patientinnen und Patienten aus dem System herausbekommt und was eingezahlt wird von staatlicher Seite, dass dies schon einen Großteil des jetzt beklagten Defizits darstellt. Und wir sind eben der Meinung, dass nicht diejenigen, die im System arbeiten und die Leistungen erbringen und in der vergangenen Zeit, gerade in der Corona-Zeit, den Schutzschild für die Krankenhäuser dargestellt haben, sich auf die Impfungen konzentriert haben, Millionen von Menschen geimpft haben und 19 von 20 Corona-Patienten behandelt haben, dass die jetzt dafür da sind, die Defizite der GKV auszugleichen. Insofern haben wir hier Vorschläge gemacht und bitten darum, dass darüber nachgedacht wird, wie man diese Beiträge aufbringen kann. Es ist jedenfalls nicht Aufgabe derer, die im System arbeiten, dieses aufzubringen, und darauf zielt unsere Stellungnahme ab. Vielen Dank. Auch der GKV-Spitzenverband weist in seiner Stellungnahme nochmal auf den nicht kostendeckenden Beiträge des Bundes für die ALG-II-Empfänger hin. Deshalb meine Frage an Sie und auch gleich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sehen Sie ja ebenso vielleicht die Länder und Kommunen in der Pflicht, und wäre das auch ein geeigneter Ansatz vor dem Hintergrund, dass die Länder ihrer Verpflichtung zur Übernahme der Investitionskosten der Krankenhäuser nicht vollumfänglich nachkommen? Danke. Für den GKV-Spitzenverband, wer antwortet? GKV-Spitzenverband, gerne. Ja, also grundsätzlich sind ja unsere Forderungen erstens die nicht kostendeckenden Pauschalen für die ALG-II-Empfangenden zu erhöhen und auf eine Kostendeckung zu bringen. Das ist ein Volumen von etwa 10 Milliarden Euro. Das ist ganz eindeutig Aufgabe des Bundes, weil das eine Bundesleistung ist, die ALG-II-Empfänger zu finanzieren und damit natürlich auch die Krankenversicherungskosten für diese ALG-II-Empfänger, die ja von der Krankenversicherung auftragsweise versorgt werden, dann auch zu finanzieren.
Das Zweite ist auch bereits genannt worden, eine Dynamisierung des Bundeszuschusses für die versicherungsfremden Leistungen. Auch hier geht es um eine ordnungspolitisch korrekte Zuordnung von Aufgaben und Ausgaben. Das sind auch Bereiche, wo ganz klar der Bund Aufgaben hat, die auch von ihm finanziert werden müssen, die durch die Kostenentwicklung in den letzten Jahren deutlich dann auch an Wert verloren hat. Und das dritte genannte ist die reduzierte Mehrwertsteuer auf Arznei und Hilfsmittel. Auch hier sehen wir eine Notwendigkeit, diesen ermäßigten Steuersatz zu nehmen, weil das eben auch für sonstige notwendige Güter des Lebensbedarfs erfolgt, dass hier eine Absenkung erfolgt, weil also wenn schon irgendwas lebensnotwendig sind, dann sind es hoffentlich, sage ich mal, Arzneimittel, weil nur dann sollten sie auch genutzt werden. Aber darüber hinaus haben Sie einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Die Bundesländer entziehen sich seit vielen Jahren ihrer Verpflichtungen in der Finanzierung der Krankenhausinvestitionen. Das ist auch ein großer Bestandteil der Problematik der Finanzierung der Krankenhäuser, weil die Krankenhäuser letzten Endes gezwungen sind, über die Finanzierung, die die Krankenkassen für die in Anführungsstrichen Betriebskosten leisten, dann auch entsprechende Investitionen zu realisieren, seien es nur Instandhaltungen. Hier machen sich die Länder seit vielen Jahren einen schlanken Fuß. Hier gibt es erhebliche Defizite. Das monieren wir auch schon seit vielen Jahren. Man könnte aber auch darüber hinaus sicherlich noch eine Reihe von weiteren Themen ansprechen, wo sich die Frage stellt, ob das tatsächlich eine Aufgabe der Beitragszahler ist oder nicht eher des Staates. Dazu gehört zum Beispiel die Telematikinfrastruktur. Dazu gehören jetzt die gerade ja, durch BSG-Urteil zurückgeführten Leistungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dazu gehört die unabhängige Patientenberatung. Und. Es gibt eine ganze Reihe von kleineren und größeren Aufgaben, die der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen wurden, die die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler leisten müssen, die eigentlich gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind und von daher aus Steuermitteln zu finanzieren wären. Frau Dr. Pfeiffer, Sie sind jetzt schon über die Zeit. Soll Herr Dr. Gast trotzdem antworten zu Lasten der nächsten Runde oder lieber nicht mehr? Weiß ich nicht. Ihre Entscheidung. Herr Dr. Gast, bitte. Möglichst kurz. Vielen Dank, Gerhard Gast, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank, Herr Dietz, für die Frage. Ich kann mich zunächst bei den Ausführungen von Frau Pfeiffer anschließen, ausdrücklich auch hinsichtlich Ihrer Bewertung der fehlenden Investitionsmittel durch die Länder. Ja, die Krankenhäuser sind gezwungen, aus den Betriebsmitteln, die sie von den Krankenkassen für die Patientenbehandlung bekommen, Geld übrig zu behalten am Ende des Jahres, um Investitionen zu finanzieren aus eigenen Mitteln. Und es gibt auch einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den fehlenden Investitionsmitteln und den Betriebsausgaben der Krankenhäuser, die beispielsweise beim Thema Energie ganz augenfällig sind. Die deutschen Krankenhäuser haben sehr veraltete Technologie im Einsatz. Sie haben eine wirklich insuffiziente Infrastruktur, was Gebäudehüllen und Ähnliches angeht. Insofern haben wir höhere Energieausgaben, als wir eigentlich haben müssten. Auch das ist eine Konsequenz der Schwäche der Investitionen und belastet insofern am Ende des Tages auch die gesetzlich Krankenversicherten, was im dualen Finanzierungssystem so eigentlich nicht vorgesehen ist. Vielen Dank. Meine Frage richte ich an den Spitzenverband der Fachärzte, Herrn Dr. Heinrich. Sie haben gesagt, dass Facharztterminprobleme die Folge der Budgetierung seien. Können Sie kurz erklären, was die Budgetierung mit Terminproblemen zu tun hat und was sich ohne Budgetierung ändern würde? Herr Dr. Heinrich, bitte. Ja, Heinrich, Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. Die Budgetierung schneidet ja einen größeren Teil unserer Vergütung heraus. Wenn ich das an meinem eigenen Beispiel kurz darstellen darf, wir haben in Hamburg ohne das TSVG eine Budgetierungsquote gehabt von 78%. Das heißt, 22% meiner Leistungen werden schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Wenn mir Geld fehlt, dann kann ich weniger Personal beschäftigen. Habe ich weniger Personal, kann ich auch weniger Sprechzeiten und auch weniger Termine anbieten. Das ist eine ganz klare Verbindung zwischen dem, was mir an Personal
und an Ressourcen zur Verfügung steht und dem, was ich an Leistungen tatsächlich anbieten kann. Insofern ist der Zusammenhang eindeutig. Fehlt Finanzierung, dann kann auch die Leistung nicht im vollen Umfang erbracht werden, so wie ich es könnte. Es führt insbesondere dazu, dass wir auch unsere medizinischen Fachangestellten nicht so bezahlen können, wie wir es gerne würden und wie sie es auch verdienen würden. Wir haben ja eine zunehmend auseinanderklaffende Schere zwischen dem, was MFAs verdienen können und was wir im Pflegebereich oder gar bei den Sozialversicherungsfachangestellten bei den Krankenkassen haben. Und wir schöpfen alle aus dem gleichen Bereich. Wir werden also in Zukunft unter Personalproblemen zunehmend leiden. Und wenn jetzt auch noch die Regelung, Neupatientenregelung wegfällt, werden gerade die Ärztinnen und Ärzte, die auf Einnahmen der GKV angewiesen sind, das sind die in den sozialen Brennpunkten, darunter leiden. Und wir werden dann logischerweise, wir können eigentlich nur am Personal sparen, wieder vor die Frage gestellt, ob wir die nächste Helferin, die schwanger wird, nochmal ersetzen. Wir werden es dann nicht tun können und damit sinkt unsere Leistungsfähigkeit und damit auch die Leistungskürzung für die Patientinnen und Patienten. Und das bedeutet weniger Termine, Aufnahmestopp und Wartezeiten. Meine zweite Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wenn man die Abschaffung der Budgetierung fordert, bekommt man oft zu hören, dann würden die Kosten völlig aus dem Ruder laufen. Halten Sie solche Befürchtungen für begründet oder sind sie unberechtigt? Herr Dr. Gassen, gern. Ja, Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung, danke für die Frage. Ja, das ist natürlich so ein Totschlagargument, dann wird es teurer. Die Frage ist natürlich, es ist ja kein nicht bezifferbarer Betrag, der hier anfällt. Man darf auch nicht völlig vergessen, dass die Mehrzahl der Menschen in den Praxen versorgt werden. Rund 650 Millionen Behandlungsfälle in den Praxen gegenüber 18 bis 20 Millionen in den Krankenhäusern, also Faktor 36-fach Versorgung in den Praxen. Deshalb ist es eigentlich notwendig, dass hier die Versorgung stattfinden kann. Dafür zählt eine finanzielle Ausstattung, ist unabdingbar. Wir haben vorhin Inflationskosten, wurden überall bemüht und überall wird der Handlungsbedarf thematisiert. Praxen leben nicht in einem Paralleluniversum, auch die sind von Inflation bedroht. Natürlich muss entsprechende Finanzierung dargestellt werden. Wenn es dauerhaft bei einer beschränkten Geldmenge bleibt, dann ist es, gehört es zur Ehrlichkeit dazu, dass man dann auch die Leistungsmenge beschränkt. Und wer tatsächlich glaubt, mit Abschaffung der Neupatientenregelung oder einer dauerhaften Budgetierung würde es nicht zu Leistungskürzungen kommen, der wird wahrscheinlich auch bangen Herzens am 24.12. auf die Ankunft des Christkinds warten. Natürlich wird es Leistungskürzungen geben, weil die Praxen überhaupt nicht mehr in die Lage versetzt werden, diese Leistung zu erbringen. Die Neupatientenregelung hat unbestritten geholfen. Auch die GKV hat ja nicht gesagt, dass sie nicht funktioniert. Da hat die Wartezeit bemüht, wo es überhaupt keine Erhebung gibt. Der Minister erkennt die Studie. Sie ist nicht aus Harvard, aber das ZI hat belegt, dass die Neupatientenregelung greift. Insofern diskutieren wir hier eigentlich um eine Phantomdiskussion. Natürlich ist eine Budgetierung oder eine Rückkehr in die Budgetierung, wie bei den Neupatienten, eine Leistungskürzung, wird sich als Leistungskürzung widerspiegeln. Und mehr kann man dazu gar nicht sagen.